So Leute, jetzt sind wir hier tatsächlich bei einem anderen interessanten Hersteller, der auch den meisten von euch bekannt sein sollte oder dürfte, und zwar Blackview. Blackview ist ebenfalls ein Urgestein sozusagen unter den chinesischen Herstellern, inzwischen ziemlich spezialisiert auf Outdoor-Smartphones, aber tatsächlich muss ich sagen, haben wir jetzt hier am Stand etwas sehr Spannendes entdeckt, das ich zumindest so auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass so etwas von Blackview kommen könnte. Und das werden wir uns jetzt einmal hier live und in Action anschauen. Und zwar das erste Flip-Smartphone von Blackview. Man kann es kaum glauben, aber Blackview hat offensichtlich tatsächlich ein Flip-Smartphone produziert. Laut ihrer Aussage sogar wirklich aus eigener Produktion. Ich nehme es mal und flippe es auf. Es ist also tatsächlich ein flippbares Smartphone. Ich bin jetzt nicht so der Profi mit diesen Devices, aber ich muss sagen, für mich sieht das auf jeden Fall ganz schön ordentlich aus hier von der Verarbeitung. Schon gut auf jeden Fall. Es ist auch angenehm leicht, wie das halt bei diesen Handys so im Optimalfall der Fall ist. Und es lässt sich flüssig bedienen. Es soll wohl irgendwann dieses Jahr noch auf den Markt kommen. Von der Ausstattung her ist es halt eher ein Mittelklassegerät. Es hat einen Helio G99 Prozessor von MediaTek. Der hat eine gute Performance, aber keine Flagship-Performance. Aber halt so, dass man alle Anwendungen bequem nutzen kann. Dazu gibt es ein auf der Innenseite 6,9 Zoll großes AMOLED-Display. Auch sehr interessant, dass wir das hier in einem Blackview-Smartphone bekommen. Und ja, ich würde sagen, großzügigen Speicher, eine 108-Megapixel-Kamera. Also insgesamt wirklich eine interessante Ausstattung, die dieses Gerät, wenn es entsprechend günstig ist, auch als Alternative zu, ja, sage ich jetzt mal, Flip-Smartphone-Set zum Beispiel von Samsung im niedrigen Preisbereich etablieren könnte. So, tatsächlich haben wir hier auf der Außenseite auch nochmal ein kleines Display und ich muss sagen, ich bin wirklich recht beeindruckt, dass Blackview da so etwas Gutes zustande bekommen hat. Ja, also es läuft auch flüssig hier. Natürlich müsste man das Gerät jetzt erstmal noch testen, aber der erste Eindruck von diesem Gerät ist definitiv positiv. Ansonsten haben wir hier auch noch ein anderes Gerät und zwar das Blackview Hero 8. Das hat ebenfalls ein MediaTek G99 Prozessor, also gute Mittelklasse. Was halt auch wieder an dem Gerät hier interessant ist, da ist jetzt ein AMOLED-Display drin. Wer sich ein bisschen besser mit den kleineren chinesischen Marken auskennt, dürfte auch wissen, dass das eine absolute Seltenheit ist. Also im Normalfall bekommt man da nur IPS-Displays. Hier haben wir aber ein Full-HD AMOLED-Display in dem Gerät verbaut. Dazu gibt es eine 108-Megapixel-Hauptkamera, eine 50-Megapixel-Frontkamera und noch eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Also eine durchaus interessante Ausstattung. Kommt natürlich immer wiederum drauf an, für wie viel Geld das Gerät letztendlich auf den Markt kommen wird. Aber wenn es entsprechend günstig ist und die Software auch gut eingestellt ist, könnte das in der Mittelklasse ein recht erfolgreiches Smartphone werden. So, und abschließend werfen wir hier mal noch einen Blick auf ein neues Outdoor-Smartphone, und zwar das BL9000 Pro. Wir haben das BL9000, das ist hier, das haben wir schon im Test gehabt. Das heißt, über dieses Gerät wissen wir tatsächlich schon recht viel. Das hat einen wirklich starken Prozessor, der Dimensity 8020. Der bietet eine Flagship-ähnliche Leistung, würde ich jetzt mal sagen. Also da hat man im System keine Wartezeiten zu befürchten. Das ist alles sehr schnell. Dazu gibt es ein 6,8 Zoll großes IPS-Display mit Full-HD-Auflösung. Wäre natürlich AMOLED cool gewesen. Und nochmal sehr großen Speicher und auch eine gute Kamera, wie sich im Test gezeigt hatte. Und was jetzt an dem Gerät hier anders ist, also bei der Pro-Version im Gegensatz zur Standard-Version, die wir hier haben, da ist ein Display auf der Rückseite. Das gibt es hier nicht, was ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich vermissen würde. Aber hier gibt es halt eine Infrarotkamera auf dem Gerät. Die wird dann über die FLIR-App, ja, also der bekannte Hersteller von Wärmebildkameras, FLIR, über die wird das gestartet. Und dann können wir uns angucken, was für eine Körpertemperatur der Erik hat. Ich würde sagen, das sieht bei ihm alles noch im gesunden Bereich. Das sieht danach aus. Und das ist eben das Neue an dem Gerät. Und wer halt Bedarf an so einer Wärmebildkamera hat,
für den könnte das eine gute Option sein, als ein Gerät, das man auch tatsächlich als Hauptsmartphone nutzen könnte, weil die Performance dafür absolut ausreichend ist. Das war es insgesamt mit den Neuvorstellungen oder mit den zumindest interessantesten Neuvorstellungen von Blackview. Ich muss sagen, die haben mich dieses Jahr tatsächlich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so schnell ein Foldable-Smartphone oder ein Flip-Smartphone von einem der kleineren chinesischen Hersteller sehen kann. Und insofern hoffen wir mal, dass die bei uns auch im Test landen werden und dann vielleicht auch entsprechend überzeugen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.